Ich kann mich nicht konzentrieren. Siehst du die Schränke da oben? Guck mal. Der erste Schrank mit dem oberen unteren passt genau. Oder nicht? Der erste obere mit dem unteren passt genau. Der zweite nicht. Obwohl, sieht gleich groß aus. Das stresst mich gerade richtig. Verstehst du, was ich meine? Hallo liebe Schwertwar-Liebhaber, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr hört's an meiner Stimme, ich habe mir wieder die seltene Rüsselpest zugezogen. Das hält mich aber nicht ab, für euch hier ein Video zu produzieren. Heute möchte ich mit euch über die kommenden Events reden, die im November angekündigt sind. Und zwar wurde der Season-Start ja um einen Monat verschoben. Und Path of Exile gibt uns zur Überbrückung der Zeit drei richtig coole Events, die wir bis dato zocken können. Hier einmal meine Vermutung vorweg. Ich denke, wenn diese Events hier auslaufen, wird ziemlich nahe ein Stream kommen von Grinding Gear Games, wo angekündigt wird, was die neue Season ist und wann diese startet. Mein Tipp, Anfang Dezember, Mitte Dezember können wir wieder richtig reinhasseln. Wenn ihr genaue Details zu den Events zur Überbrückung finden wollt, beziehungsweise wann die starten, habe ich euch unten den Link in die Beschreibung gepackt. Es gibt eine Menge Preise abzusahen, dabei wieder die Mystery Boxes, davon können wir aber maximal 2 Stück bekommen. Plus die Preise für die Top-Leute, die ein bestimmtes Level oder Achievement erreichen. Da gibt's dann coole Armor-Sets, Cosmetics etc. Ich zu meinem Teil kann nicht so heftig jetzt reinzocken, also werde ich mich mit den Mystery-Boxen zufrieden geben. Den Start von diesen drei Events macht das Cranglet-Event und hier sind alle Passiven im Skillbaum vertauscht. Dabei die wichtige Info, kleine Punkte bleiben kleine Punkte, große Punkte bedeutet, die werden in dieser Kategorie getauscht. Das gleiche zählt für die Essendary-Punkte und hier könnt ihr auch von den anderen Klassen Essendary Skills freischalten. Das macht das Ganze sehr, sehr interessant, weil ihr coole Kombinationen spielen könnt, die normalerweise nicht möglich sind. Das Problem dabei ist, ihr könnt diese passiven Punkte gar nicht sehen. Bedeutet, ich zeig's euch hier mal. Ihr habt quasi einen Punkt, hier Blood Magic geskillt. Könnt die darum liegenden Punkte sehen, was das ist. Danach die Skillpunkte könnt ihr aber nicht mehr sehen. Wir möchten in diesem Beispiel jetzt hier unten rechts die dicke Keynote freischalten, wissen aber zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Wir müssen also hier die rot angekringelten Skillpunkte freischalten, damit wir Zugang zu der unbekannten Variable bzw. Passiven finden. Und wenn wir die geskillt haben, dann können wir das sehen und erblicken, dass das die Totem-Passive ist. Zusammengefasst ist das hier also ein Knowledge-Game und wir müssen erstmal coole Skillpunkte oder passive Skill-Notes suchen, bevor wir diese skillen können. Bedeutet quasi, Ragged Orbs werden hier sehr, sehr wichtig sein, damit wir schnell diesen Baum hier erkunden können. Sobald wir eine coole Skill-Note gefunden haben, nehmen wir die natürlich mit. Da sind auch wilde Kombis möglich, weil ihr könnt natürlich Notes, die normalerweise ganz rechts sind und die andere, sage ich mal, ganz links, die können ziemlich nah beieinander sein. Und deshalb sind auch hier super interessante Kombinationen möglich. Die Community hilft dir natürlich und es werden nach und nach im Internet die Bäume veröffentlicht. Wir haben ja alle die gleichen Bäume mit jeder Klasse. Und so können wir auch, wenn das Event startet und wir im Internet nachschauen wollen, können wir uns relativ schnell anschauen, wo welche Punkte liegen.
Als Referenzvideo habe ich euch hier mal in die Beschreibung von der letzten oder von dem letzten Cranglet-Event von Sirguk eine Zusammenfassung verlinkt. Der erklärt das ganz gut, besser wie meine selbst schnell zusammengebastelte Grafik im PowerPoint, wie das Ganze funktioniert. Meine Meinung zu diesem Event, ich find's cool. Es ist natürlich vor allen Dingen am Anfang sehr, sehr schwer durch das Game zu kommen, weil wir ja nicht wissen, wo die guten Punkte liegen. Und deshalb müssen wir anfangs mitnehmen, was wir quasi gerade finden. Der Vorteil ist, wir brauchen kein Bild. Wir können uns wirklich, wie bei Rootless, sage ich mal, unseren eigenen Bild bauen. Und das ist eine ziemlich coole Möglichkeit, das mal zu machen. Und aufgrund der neuen Essendaries und der verschiedenen größeren Skillnoten im Skillbaum können wir hier ganz, ganz geile Builds rausholen. Also Tipp Nummer 1, spielt ihr wirklich euren eigenen Build, sagt nicht, ich möchte Righteous Fire spielen, sondern spielt das, was sich so im Laufe eures Abenteuers ergibt. Spielt bis Level 50 für die Mystery Box. Und ja, passt euch der dynamischen Umgebung und der Gegebenheiten des Events einfach an. Das war's auch schon wieder heute von mir. Am Sonntag geht's weiter mit der Bildreihe, da sind wir ja noch nicht ganz durch. Wollte das Video hier aber mal dazwischen schieben, weil ich's relativ interessant finde. Und ja, Events mit Belohnung sind doch immer geil. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst mir gerne ein Abonnement, ein Glöckchen, einen Kommentar oder ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Bleibt gesund, meine lieben Schwertwale, und wir hören uns diese Woche Sonntag. Tschüss!